Ein Wochenende im Zeichen des Fußballs. Die IMTECH Deutschland Traditionsmannschaft beim Copa Business Cup 2012 in Frankfurt. Am Vorabend des Turniers die Auslosung im Restaurant Garibaldi in Frankfurt. Hoffen, zittern, bangen, wer kommt in unsere Gruppe? Der Titelverteidiger? Gibt's ein schweres Los? Ein großes Come-Together der ehemaligen Fußballstars. Ja, in erster Linie ist es natürlich wieder mit den gemeinsamen Kollegen von früher, so wie jetzt mit dem Euro-Eddy, ja, und mit dem Frank Greiner zusammen zu spielen, ja, und dann natürlich auch gegen die ehemaligen Kollegen. Ja. Für mich bedeutet das einfach, dass es dadurch, dass es eine Traditionsmannschaft ist, für mich eine besondere Ehre ist, natürlich dabei zu sein. Und ich weiß ja, dass die halt als Firma auch in der Bundesliga ganz eng mit dabei sind und das auch unterstützen, was ich fantastisch finde, weil da geht es ja auch um das Thema Energieeffizienz. Und Energieeffizienz ist in den Ligen natürlich im Moment, beziehungsweise in den Stadien, ein ganz großes Thema. Macht natürlich immer riesen Spaß. In der Halle spiele ich auch sehr, sehr gerne. Und wenn man die alten Kollegen trifft, ist es natürlich auch eine schöne Sache. Wir haben immer viel Spaß miteinander und lachen. Der Morgen danach. Ausgeschlafen? Naja. Bei Regen geht's durch die Main-Metropole in den Fußballpark Rödermark. Aber an so einem Tag steht ja auch der Spaß an erster Stelle. Ja, erstmal so, ich bin ja ein IMTECH-Kind. Wir sind ja wirklich eine große Familie. Und habe das Glück gehabt, auch mit Sebastian Konrad dieses Turnier zu veranstalten, zu organisieren. Und für uns, für IMTECH, ist es auch wichtig, zu Netzwerken Beziehungen aufzubauen, gerade im Bereich Stadionbau, Arenatechnik, wo vieles genau wie im normalen Leben auch über Beziehungen geht. Und nebenbei machen wir dann auch noch soziale Projekte und denke ich, das kommt IMTECH gut, das steht IMTECH gut und deswegen bin ich gern hier. Die Umkleidekabine der Legenden. IMTECH mittendrin. Fachgespräche unter Bundesliga-Stars und vor allem die Frage, wie wird das Turnier mit all den Stars? Ja, die Helden meiner Jugend. Was soll ich sonst dazu sagen? Die IMTECH Deutschland Traditionsmannschaft motiviert, engagiert. Der Auftakt erfolgreich. 3:0 gegen eine Auswahl der Kids Foundation. Was bedeutet denn Energieeffizienz für dich in diesem Turnier? Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil ich momentan ja nicht mehr so im Saft stehe und nicht mehr so fit bin wie früher. Merkt man gar nicht. Aber jetzt durch die IMTECH Energieeffizienz kann ich jetzt in der 90. noch einen Sprint anziehen, muss ich sagen. Also sensationell. Was bedeutet eigentlich energieeffizient heute für das Turnier für dich, für deine persönliche Verfassung? Achso, ja. Gute Frage. Nach der 11. Operation ist es wichtig, dass man rational spielt und ökonomisch sich verhält. Das heißt, wenig spielen, viel delegieren, wie das im richtigen Leben auch ist. Dem siegreichen ersten Spiel folgt das Duell gegen 1860 München. Diesmal verliert IMTECH mit 0:2. Die Botschaft, die IMTECH auch an solchen Tagen vermitteln möchte, wird auch hier transportiert. Ich meine, der normale Bürger, der bezahlt ja im Moment die Zeche dafür, dass wir die AKWs so schnell abgebaut haben, so schnell abgestellt haben. Und also müssen Maßnahmen ergriffen werden. Und gerade die Stadien, die Hallen, das sind große Energiefresser. Und da sind wir halt natürlich die Nummer 1 in Europa und prädestiniert, Lösungen zu finden und auch nicht nur zu finden, sondern auch umzusetzen. Am Ende hat nur ein Tor gefehlt. Nach einem weiteren Sieg gegen Turkish Airlines und einer Niederlage gegen Mainz 05 muss die Traditionsmannschaft von IMTECH Deutschland vorzeitig zurück ins Hotel. Aber das Highlight an diesem Wochenende steht noch bevor, der Sportpresseball in Frankfurt. Ja, die ersten Eindrücke sind hervorragend. Es ist anders als andere Bälle. Ich laufe ja nicht so mit Smoking rum. Ich finde es bisher klasse und ich freue mich, dass es wahrscheinlich so weitergeht. Ein Ball der Extraklasse. Die Größen des deutschen Sports treffen sich einmal im Jahr in Frankfurt. Eine Gala der Legenden. Wer ist eigentlich von euch beiden energieeffizienter an der Bar? An der Bar? Ja, ich bin Student. Ich bin Student und lebe in Amsterdam, deswegen bin ich wahrscheinlich mehr im Training. Gibt es schon mal Wettkämpfe?
Nee, weil ich da auch ganz schlecht bin. Also ich mache keine Wettkämpfe an der Bar. Das gebe ich gleich auf. Also das, geht nicht. Ich bin drüber, ich bin 50, geht nicht mehr. 50 ist ja noch kein Alter. Ah, wir messen uns eher auf dem Fußballplatz. Wir sind Sportler, wir trinken beide nicht viel. Wer ist da der Bessere? Das hält sich. Papa ist ja eher im Sturm aktiv, ich bin so der Mittelfeldsprinter. Also ich laufe mehr, er macht mehr Tore. Es ist wie ein Familientreffen. Die Traditionsmannschaft von IMTEC Deutschland trifft auf alte Freunde und Weggefährten. Ja, es ist eine enge Verbundenheit, ja, fast schon eine richtige Freundschaft geworden mit der Geschäftsführung, mit dem Vorstandsvorsitzenden, mit Klaus Betz geworden. Wir sind schon seit einigen Jahren in Verbindung und auch bei vielen Sportveranstaltungen sehen wir uns regelmäßig und ich fühle mich dem Unternehmen sehr verbunden in freundschaftlicher Weise und es ist einfach ein sehr cooles Unternehmen, die sehr sportbegeistert sind und das macht mir natürlich dann auch Spaß. IMTEC, der führende Dienstleister in der Energie- und Gebäudetechnik, mittendrin. Ja, erstmal danke, dass Sie das meinen, dass wir einen großen Stellenwert haben. Wir engagieren uns in Hamburg, in München und in Aalen, im Wesentlichen in Stuttgart ein bisschen. Deswegen sind wir bekannter geworden, das war auch die Absicht dabei. IMTEC ist ein großes Unternehmen, was in Deutschland eigentlich unbekannt war und deswegen sind wir jetzt halt ein bisschen über Fußball bekannter geworden. Ich finde das natürlich sehr gut, dass ein Unternehmen wie IMTEC sich darum bemüht, dass man dieses Stadion auch effizienter betreibt und ich finde das sehr gut und gerade in der heutigen Zeit, wo ja viele ökologische Gesichtspunkte auch sehr wichtig sind und wo an allen Ecken und Enden gespart werden muss, ist das halt umso wichtiger, dass man das auch in die Wege leitet. Auch beim Schauspieler Peter Lohmeier und seinem Sohn kommt die Strategie von IMTEC gut an. Also eben erstmal fördert sie den Sport, also Hamburg-mäßig, ne? Das Stadion heißt ja so, IMTEC Arena. Ich meine, Lohmeier Arena wird es auch irgendwann geben, aber ja, also muss man gucken mit Gelsenkirchen, also ich habe jetzt noch nicht so viel gearbeitet, aber wenn ich mal richtig Kohle habe, dann kaufe ich die Kiste. Ne? Aber auf IMTEC zurückzukommen, ich denke, wenn man so den Sport unterstützt, also in der Hinsicht eine große Rolle, würde ich sagen. Ne? Ich habe heute das Vergnügen, jetzt wo Michael Baller gerade auf die Bühne kommt, über Energieeffizienz zu sprechen, einzusparen und ich glaube, da sind wir auch alle angehalten und heute hole ich mir wertvolle Tipps von den wichtigen Leuten von IMTEC, die ja auch den Stadionnamen für den Hamburger SV darstellen und geben und es ist ein angenehmer Abend, muss ich sagen. Die IMTEC Deutschland Traditionsmannschaft in Diensten der Energieeffizienz. Energieeffizienz ist unsere Überzeugung, ist meine persönliche Überzeugung, ist die günstigste Energiequelle, die man haben kann, Verbräuche zu reduzieren, Energie effizienter zu nutzen und damit ist auch aktiven Klimaschutz zu betreiben. Das ist unser Credo und deswegen dafür treten wir auch in Stadien an. Auch beim Sportpresseball. Ressourcen werden sinnvoll eingesetzt. Ja, also ich halte mich beim Rotwein ein bisschen zurück. Ich hoffe, dass man das auch da an dem Tisch wahrgenommen hat. Aber ansonsten, ich meine, es ist eine tolle Atmosphäre. Und wenn man eine Feier ist, dann wird halt auch mal richtig gefeiert. Aber alles in Maßen. Ein Wochenende im Zeichen des Fußballs. Die IMTEC Deutschland Traditionsmannschaft beim Copa Business Cup 2012 in Frankfurt.